Guck mal, der hat hier 5,2 Millionen. Jetzt. There's no point standing around. We'll only be showered by more boulders. Ready your horses on the double. Be honest. Are all of us riding toward death? Yes, we are. And since we're dying anyway, you're saying that it's better if we at least die fighting? I am. But wait, if we'll die anyway, then who cares what we do? We could just disobey your orders, and it wouldn't mean a thing, would it? Yes, you're precisely right. Everything that you thought had meaning, every hope, dream, or moment of happiness, none of it matters as you lie bleeding out on the battlefield. Wow, Goosebumps, Goosebumps. Sehr, sehr cool. Straightforward, geile Stimme. Episch gesprochen. None of it changes what a speeding rock does to a body. We all die. But does that mean our lives are meaningless? Does that mean that there was no point in our being born? Sehr starker Voice Actor. Would you say that of our slain comrades? What about their lives? Were they meaningless? They were not! Their memory serves as an example to us all! Bro. God level. Sick. Sick, sick, sick. The courageous fallen, the anguished fallen, their lives have meaning because we, the living, refuse to forget them! Okay, und hier ist der große Unterschied zwischen, ihr könnt euch daran erinnern, meine Reaction zum Jojo-Video, wo ich die ganzen Dios in verschiedenen Sprachen auch geratet habe, und der amerikanische Jojo-Sprecher, das klang so nach Wrestling. Das ist der kleine, feine Unterschied, Bro. Er, he becomes the character, der andere hat einfach nur so auf Wrestler gemacht. Er, du spürst, es kommt wirklich von innen, Alter. Das kommt von innen. Props to this guy. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wird gleich mal googeln, wer der ist. Könnt ihr aber gerne reinschreiben. Props to him. Weil das kommt von hier. We the living refuse to forget them! Ich gleich Bock mitzumachen, Alter. And as we ride to certain death, we trust our successors to do the same for us. Because my soldiers do not buckle or yield! When faced with the cruelty of this world! My soldiers push forward! My soldiers scream out! My soldiers scream out! My soldiers rage! My soldiers rage! Das... No cap. Diese Performance von diesem Typen hier war einer der besten Voice Acting Performances ever. Genre übergreifend, Anime übergreifend. Ich schwöre euch, ich wollte einfach mitziehen. Er hat hier geschrieben, hey, not gonna lie, Erwin could 100% convince me to run straight towards my death. Boom. Lassen wir den Japaner, das ist eine gute Idee. Erwin Speech, Japanese. Aber es, ganz ehrlich, keine Ahnung, wie der Japaner ist, aber das wird hart, das zu toppen, Bro. Das wird hart, das zu toppen. そう。どうせ死ぬなら最後に戦って死ねということですか? Boah. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Auch er, der Soldat. Boah. Sehr geil. Realness, Bro. Realness. Real fucking ness. Wir sind nicht blöd, wir Konsumenten, ich zähle mich ja auch dazu, ich sehe das ja gerade hier. Wir sind nicht blöd. Wir checken sofort, ob jemand irgendwie real ist oder nicht. Deswegen findet ihr so viele Dubs, auch auf Deutsch leider, nicht gut. Ey, I get it, Bro. I get it. Ich als Konsument finde auch sehr viele Dubs einfach nicht gut.
Ich versuche wenigstens für mich, und meine Arbeiten sind nicht immer alle geil, so, ich promote natürlich auch nur die guten Arbeiten, bin da nicht blöd. Aber ich versuche trotzdem, ich habe einen Anspruch an mich selber. Ich bin mein härtester Kritiker. Wenn ich mir das nicht abkaufe, dann kauft ihr mir das eh nicht. Dann, also ich muss es mir abkaufen. Some real epicness on a Sunday night. Boah, ich will die gar nicht vergleichen. Ich finde die beide sind absolutes God-Level. Okay, komm, wir ziehen uns das auf Deutsch rein. Wenn wir weiter hier bleiben, werden wir bald unter Steinen begraben. Also macht euch sofort bereit! Kommandant, werden wir nun etwas sterben? Finde ich, diese drei Lines von ihm fand ich sehr, sehr berührend. Von ihm hier. Sehr, sehr, sehr berührend, Bro. Drei Lines. On point. Diese Verletzlichkeit in seiner Stimme. Yo. Yo, that's what I'm talking about, Bro. Und Peter sowieso super. So ist es. Wir sollen also, wenn wir so oder so sterben, bis zum Schluss kämpfen. Boah. Oh yo, der Typ, der haut mich gerade wirklich um. Wer ist das? Ist das eine Nebenrolle oder ist das ein Charakter? Er! Wow, ist der Typ gut. Wow, ist der Typ gut. Wer ist das? Ist ein Nebencharakter. Flocke wer? Ich hab grad Tränen in den Augen. Von diesem Typ, von ihm als Side-Character. Weil ich ihm seine Angst und seine Trauer und seine Traurigkeit sowas von abnehme, Alter. Ach, Flocke heißt der Charakter. Bitte mal ganz kurz irgendwie gucken, wie Flocke, von wem Flocke gesprochen wird. Oh, ist das Gänsehaut. Tim Schwarzmeier klaut gerade wirklich allen die Show. Auch den anderen beiden die Show. Das meine ich, Bro. Guckt, hört euch das mal an. Bis zum Schluss kämpfen. Die Brüchigkeit in seiner Stimme. Boah. Alter, Props am Tim Schwarzmeier, Mann. Boah. Er bringt mich gerade zum Weinen, weil ich ihm das so abkaufe. Holy shit. Boah, und auch Peter. Dieses trockene, souveräne. Ganz recht. Ohne irgendwas. Zu viel, zu wenig. Genau, on point einfach. On point, Peter. Wenn wir eh drauf gehen, ist das völlig sinnfrei. Ob wir den Befehl verweigern und sterben, ist dann doch bedeutungslos. Korrekt, genau so ist es. Boah, Hammer. Es ist sinn- und bedeutungslos, welche Träume und Hoffnungen ihr hattet. Auch wenn ihr bislang ein glückliches Leben geführt habt. Zermalmt unter Steinen ist das alles egal. Allem. Oh, Peter. Puh. Wirklich überragend. Wir sind diejenigen, die ihnen Bedeutung verleihen werden. All die tapferen Toten, all die armen Seelen. Die ihrer gedenken können, sind wir, die Lebenden. Wir werden heute hier sterben und den Sinn dafür den Lebenden, die nach uns kommen, anvertrauen. Der Text ist so berührend, ne? Wir sterben, damit wir den Lebenden was leben können. Also den Lebenden was geben können. Wir sterben, damit die Lebenden weiterleben können. Das ist deep, Bro. Das ist wirklich deep. Die alle drei Voice Actor. Der Amerikaner, der Japaner, Peter auf Deutsch.
geben diesen Charakteren so viel Eleganz, so viel Anmut, so viel, was ist das richtige Wort? Würde. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. So viel Würde. Die geben diesen Charakteren so viel Würde. Das ist der einzige Weg, wie wir uns gegen diese grausame Welt auflehnen können. Turnt Soldaten! Brüllt Soldaten! Kämpft Soldaten! Boah, ja, Peter Abriss. Grandios. Gibt's nicht zu sagen.